Hallo und herzlich willkommen zu O1 aktuell an diesem Freitag. Wer gehofft hatte, das Jahr 2021 würde ein wenig mehr Normalität bringen, der wird auf eine harte Probe gestellt. Corona hat die Welt weiterhin im Griff und das wirkt sich natürlich nicht nur auf den privaten, sondern auch auf den politischen Alltag aus. So wird die Ratssitzung jetzt am Montag erstmals als Hybridsitzung stattfinden. Wie genau das dann aussehen wird, dazu gleich mehr und das sind die weiteren Themen für Sie. Demonstration, Werksschließungen in Brake, Oleg, Neujahrsmeeting des Energieclusters, Mladen Rientschitsch, Vertragsverlängerung bei den EWE Baskets und Handball, Sieg gegen Leverkusen. Der Januar neigt sich im neuen Jahr bereits wieder dem Ende zu. Da sind es die Oldenburgerinnen gewohnt, dass der Rat der Stadt zu seiner monatlichen Sitzung zusammenkommt. Aber auch hier fordert die Corona-Pandemie besondere Maßnahmen. Erstmals wird es den Ratsmitgliedern freigestellt, persönlich an der Sitzung teilzunehmen oder aber auch sich online zu beteiligen. Bei einem Ortstermin in der Weser-Ems-Halle wurde jetzt die Voraussetzung für eine hybride Ratssitzung geschaffen. Lockdown bis zum 14. Februar. Das ist die wichtigste Entscheidung dieser Tage. Und die hat auch Auswirkungen auf die Kommunalparlamente, die natürlich regelmäßig tagen. Der Oldenburger Stadtrat plant dies für den kommenden Montag. Und das als erste hybride Ratssitzung. Was man sich darunter vorstellen muss, erläuterte uns bei einem Ortstermin in der Weser-Ems-Halle der Referent des Oberbürgermeisters Frank Hinrichs. Ja, hybrid ist, kann man sich so vorstellen, dass wir den Ratsleuten dieses Mal die Möglichkeit geben, die Ratssitzung von zu Hause nicht nur zu verfolgen, was ja über O1 schon immer möglich ist, sondern auch aktiv an der Sitzung teilzunehmen, das heißt Redebeiträge zu machen und auch an den Abstimmungen teilzunehmen. Ein Teil der Ratsmitglieder wird also vor Ort sein, ein anderer Teil von zu Hause aus teilnehmen. Dafür wurden jetzt die technischen Voraussetzungen geschaffen. Auch für die Stadt ist das Verfahren neu. Ja, das ist so ein bisschen Learning by Doing auch tatsächlich im Moment. Wir haben natürlich einen Plan gemacht, der scheint auch aufzugehen größtenteils. Das heißt, wir bauen hier eine Videokonferenztechnik auf, weil ja auch die Ratsleute, die hier physikalisch sitzen, sehen sollen, wer zu Hause spricht. Das wollen wir auch ermöglichen. Der Ratsvorsitzende muss sich davon überzeugen, dass die Ratsleute zu Hause sind und dass auch die Richtigen dann abstimmen. Wie sie abstimmen, das muss organisiert werden. Man kann sich das so vorstellen wie eine Videokonferenz, wo halt auf der einen Seite viele einzelne Teilnehmer zu Hause sitzen und hier halt dann 40 oder 45 in der Halle. Nun geht es bei einer Ratssitzung nicht um banale Dinge, sondern es werden wichtige Entscheidungen getroffen. Und gerade in der Haushaltsdebatte geht es auch um viel Geld. Deshalb müssen die gefassten Beschlüsse rechtssicher sein und nicht von außen anfechtbar. Es gibt seit dem Sommer die entsprechenden Regelungen in der niedersächsischen Kommunalverfassung. Wenn eine pandemische Lage festgestellt ist, die Situation haben wir im Moment, ist es möglich, Teilnehmer per Videokonferenz zuzuschalten. Und das Thema Videokonferenz oder das Stichwort Videokonferenz ist auch entscheidend, dass der Ratsvorsitzende sich eben auch tatsächlich davon überzeugen kann, dass der oder die, die zu Hause ist, auch wirklich dann an der Abstimmung teilnimmt. Also eine Abstimmung per Chat oder per Telefonzuschaltung ist da nicht vorgesehen, sondern wirklich die Technik der Videokonferenz. Wir haben zur Unterstützung ein bisschen uns auch Gedanken gemacht, wie kann man das zu Hause dann auch ein bisschen vereinfachen. Wir werden also den Leuten, die zu Hause sind, Karten verschicken, wo sie mit einer grünen Karte sagen, ich bin dafür, mit einer roten dagegen, eine graue Enthaltung und sie können sich melden mit einer gelben Karte. Da steht da auch drauf, dass wir also auch hier, wenn sich zu viele dann zu Hause befinden, auch trotzdem den Überblick behalten. Das ist unser Ziel. Den Überblick behalten, das wird die größte Herausforderung sein. Denn bei einer digitalen Übertragung muss immer mit einer kleinen Zeitverzögerung gerechnet werden und es braucht stabile Verbindungen. Insgesamt geht die Stadt davon aus, dass ca. 5 bis 10 Personen online an der Sitzung teilnehmen. Die Sitzung als Zuschauer zu verfolgen, wird natürlich auch weiterhin möglich sein. Aber auch Bürgerbeteiligung ist wichtig. So soll es möglich sein, dass sich Bürgerinnen und Bürger vor Ort mit Fragen an der Sitzung beteiligen. Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich nichts. Sie können weiterhin sich anmelden und auch an der Ratssitzung teilnehmen. Also wir haben genauso wie an den anderen Ratssitzungen seit Corona 40 Plätze mit Voranmeldung. Das ist ein eingespieltes Verfahren, da gab es auch noch nie Probleme. Wir haben auch die Möglichkeit, hier im Saal die Bürgerfragen zu stellen, die Einwohnerfragen. Das ist auch möglich, das wird auch im Internet, also auch für die Ratsleute, die zu Hause sind, wird das dann hörbar sein. Wahrscheinlich nicht sehbar, aber das ist auch bei den Einwohnerfragen gar nicht unbedingt vorgesehen. Und natürlich mit O1 haben wir immer die Möglichkeit, dass man auch von zu Hause alles auch live miterleben kann. Am Montag demonstrierte die Belegschaft des Jacuzzi-Werks aus Brake mit einem Autokorso und Protestzug in Oldenburg gegen die Schließung des Werks. Der japanische Mutterkonzern will das Werk im September dicht machen. Die IG Metall befürchtet, dass dieselbe Arbeit andernorts billiger erledigt werden soll. Der Bahnhofsvorplatz um 11 Uhr.
Normalerweise herrscht hier in diesen Zeiten nur wenig Betrieb, doch jetzt am Montag war das anders. Der lautstarke Schlachtruf Zukunft oder Widerstand heilte gerufen vom Beschäftigten der Yazaki am Standort Brake über den Platz. Der Hintergrund: der japanische Automobilzulieferer will den Entwicklungsstandort ohne Verhandlungen mit dem Betriebsrat schließen. Deshalb hatte die IG Metall zum Bahnstreik aufgerufen, so Florian Rebstock, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Wesermarsch. Wir sind hier beim dritten Warnstreik der Kollegin von Yazaki aus Brake. Wir stehen hier, weil sich die Geschäftsführung für ein Arbeitsgerichtsverfahren zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung angekündigt hat. Und weil wir der Geschäftsführung zeigen wollen, dass es bei den Schließungsplanungen eben um Menschen und Kolleginnen und Kollegen geht, die seit über 1600 Jahren im Betrieb arbeiten. 1600 Jahre, das ist die Arbeitserfahrung, die die 86 Beschäftigten in Brake zusammen mitbringen. Es wird befürchtet, dass sich Yazaki dafür entscheidet, ihre Arbeit andernorts billiger erledigen zu lassen. Bei solchen Betriebsänderungen müssen Arbeitgeber sich allerdings mit dem Betriebsrat beraten und über Konzepte zur Beschäftigungssicherung informieren. Das Problem der Geschäftsführung ist, dass sie die Kolleginnen und Kollegen nicht ordentlich informiert hat. Das soll einfach geschlossen werden, ohne ordentlich zu informieren. Und wie sollen dann aus meiner externen Einschätzung Betriebsräte ordentlich beraten können? Es reicht ja nicht zu sagen, wir machen den Laden zu, sondern muss auch sagen, was hat man eigentlich mit der Ford Business Unit vor und wie soll das Geschäft weitergehen? Und welche Alternativen gibt es auch? Man muss ja wenigstens mal dazu beraten mit den Betriebsräten. Auch beim Autohersteller und Yazaki-Kunden Ford wird es laut der IG Metall zu Komplikationen kommen. Konkret sieht man Produkte wie das neue Modell des Kleintransporters Transit gefährdet und rechnet mit Verzögerungen. Wenn Yazaki weiter nicht auf seine Mitarbeiter und die IG Metall Wesermarsch zukommt, werde man zu weiteren Streiks aufrufen, so Florian Rebstock. Man hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Beschäftigten mit vollster Kraft zu unterstützen, um ihre Arbeitsplätze zu sichern. Eins ist sicher, vor beiden Parteien liegt eine harte und kämpferische Auseinandersetzung. Yazaki übrigens äußerte sich gegenüber Oldenburg 1 auf Anfrage nicht zu den Schließungsplänen. Im Jahr 2020 ist die Arbeitslosigkeit in den vier Landkreisen und den drei kreisfreien Städten, die den Bezirk der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven bilden, gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag im Jahresdurchschnitt bei 6,4% und damit 0,8 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Die Folgen der Corona-Pandemie und der Maßnahmen zu ihrer Eindämmung sind weiterhin deutlich sichtbar. Die stabilisierende Wirkung der Kurzarbeit hat jedoch Beschäftigung gesichert und eine höhere Arbeitslosigkeit verhindert. Mit dem Beginn des Lockdowns im März stieg die Kurzarbeit binnen kürzester Zeit auf ein historisches Niveau. Im April 2020 wurde dabei hinsichtlich der Anzeigen ein Höchstwert erreicht. Für 87.827 Personen wurde durch die Betriebe Kurzarbeit angezeigt. Nach Einschätzungen der IG Bauen Agrar Umwelt, IG Bau, stehen einem Großteil der Reinigungskräfte in Oldenburg nicht genügend kostenlose Atemschutzmasken zur Verfügung. Immer wieder komme es vor, dass Reinigungsfirmen beim Arbeitsschutz knausern und Beschäftigte den dringend benötigten Mund-Nasen-Schutz aus der eigenen Tasche bezahlen müssen, so die Gewerkschaft. Dabei zähle der Arbeits- und Gesundheitsschutz zu den Fürsorgepflichten des Arbeitgebers. Wichtig sei, dass die Firmen die besten Masken für die Sicherheit der Beschäftigten zur Verfügung stellen und über den richtigen Gebrauch der sogenannten Aerosolfilter informieren. Zum traditionellen Neujahrsmeeting des Oldenburger Energieclusters traf man sich dieses Jahr online. Viel zu besprechen gab es dennoch. 15 Jahre OLEG, Visionen für mehr Klimaschutz und Klimaneutralität, die Bedeutung des Netzwerkes für die regionale Entwicklung sowie die Bedeutung der Region für die Energiewende standen im Fokus. Der Energiecluster OLEG e.V. ist ein technologieübergreifendes Energienetzwerk im Nordwesten. Zu dem Netzwerk gehören Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Institutionen sowie Gebietskörperschaften. Der Verein versteht sich als Dialogplattform für die Energiewende in Niedersachsen. Das traditionelle OLEG-Neujahrs-Networking fand in diesem Jahr digital statt. Als Gast war Birgit Honnet, Niedersachsens Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung, dabei. Sie wies darauf hin, dass Niedersachsen 2020 den Klimaschutz in der Landesverfassung verankert hat und mit dem Klimagesetz einen Rahmen geschaffen habe, um in eine gesunde und klimafreundliche Zukunft zu investieren. Laut dem OLEG-Vorstandsvorsitzenden Roland Henschel gibt es auch in diesem Jahr wichtige Themen. So wurde im Dezember die EEG-Novelle 2021 verabschiedet, die einige Veränderungen mit sich bringt. Vielleicht positiv gesagt ist, dass zum Beispiel der solare Eigenverbrauch jetzt ohne EEG-Umlage gesteuert werden kann. Es soll also ein Anreiz geschaffen werden, dass man den Eigenverbrauch auch nach vorne bringt. Wir haben allerdings auch das Problem, dass zum Beispiel die Ausbaumengen für Windenergie in 2021 und Folgejahren noch nicht feststehen. Das hat das EEG 2021 noch nicht geregelt. Da muss noch sehr viel dran gearbeitet werden.
Im Netzwerk gibt es aber auch große Themen, so zum Beispiel Wasserstoffentwicklung im Nordwesten. Es ist ein riesenspannendes Feld, in dem wir da also aktiv sind. Und ich glaube, da wird in diesem Jahr auch in unserer Region, wir sind ja so ein bisschen die grüne Wasserstoffregion prädestiniert im Nordwesten, da wird so langsam der Markthochlauf auch kommen. Das heißt, wir werden auch in diesem Jahr schon mit Wasserstoff mehr zu tun haben. Ein Beispiel in Oldenburg in diesem Jahr, im zweiten Quartal, wird die erste Wasserstofftankstelle eingeweiht werden. Und da ist Oleg übrigens auch Mitinitiator gewesen. Und das ist eine der ganz wenigen in Niedersachsen, die jetzt also auch die Betankung von Nutzfahrzeugen und Bussen also auch erlaubt, sodass gerade in dem Segment das Ganze auch entsprechend nach vorne gehen kann. Also sind wir sehr optimistisch. Ein weiteres Thema ist laut Roland Henschel die Wärmewende. Wir haben in Deutschland noch im Bereich erneuerbaren Energien zu wenig den Bereich Wärme und auch Verkehr abgebildet. Wir sprechen zwar immer von dem Ausbau der erneuerbaren Energien, haben auch 50% mittlerweile jetzt im Endenergieverbrauch beim Strom, aber Wärme nur 15% und im Verkehrbereich nur 5,6%. Das zeigt also, mit welchen großen Aufgaben wir da in der Zukunft noch was zu tun haben, erneuerbare Energien auch entsprechend in diese Sektoren zu bringen. Dafür setzt sich Oleg ein. Nähere Informationen zum Oleg und den Projekten finden Sie auch im Internet. 139 Siege, darunter der Pokalsieg 2015. Seit 2015 ist Mladen Rijančić Headcoach bei den EWE Baskets und er wird es auch noch bleiben. Die Erfolgsgeschichte der EWE Baskets und ihrem Headcoach Mladen Rijančić bleibt mindestens bis zum Sommer 2023 bestehen. Schon sehr früh in der laufenden Saison verlängerten die Baskets mit ihrem Trainer und sprachen ihm so ihr volles Vertrauen aus. Also erstmal möchte ich sagen, dass diese Erfolgsstory von Mladen beeindruckend ist. 2015, kurz vor der Finalrunde des Pokalsieges verpflichtet, und bis heute sind das sehr, sehr sechs erfolgreiche Jahre. Und ich kann nicht in irgendeiner Form feststellen, dass wir Schwierigkeiten in der Form haben, um das nicht weiter fortzusetzen. Und von daher war es zwangsläufig, dass man frühzeitig vor Ende der Saison, wir sind ja gerade erst nach der Hinrunde, sodass man jetzt in Ruhe auch weiter planen kann. Das ist insofern wichtig, weil viele Gespräche natürlich anstehen und die uns aus unserer Sicht auch wichtig sind, dass man auf Kontinuität setzt und auch unseren, insbesondere dem Head Coach, auch Sicherheit gibt für die Zukunft. Und wir arbeiten sehr, sehr erfolgreich und sehr vertrauensvoll zusammen seit vielen, vielen Jahren. Und ich kann nicht in irgendeiner Form irgendwie feststellen, dass man das hätte ändern sollen. Insofern ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir es weiter fortsetzen in der jetzt sehr wirklich schwierigen Zeit. Aber ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mladen für die Zukunft. Seit 2015 ist Rijančić Headcoach und konnte direkt im ersten Jahr den Pokalsieg feiern. Hinzu kam der Vizemeistertitel 2017 und die Pokalfinalteilnahme 2020. In diesem Jahr spielte sein Team sowohl die beste Hauptrunde als auch die beste europäische Saison in der Clubgeschichte. Es ist extrem wichtig für mich als Person, dass ich habe Vertrauen von Hermann und Srđan bekommen. Und natürlich auch, ich weiß auch schätzen, in dieser Situation, so früh in der Saison, dieses Vertrauen jemanden auszusprechen. Und natürlich macht mich auch stolz, wieder noch ein Stück mehr dieses Team für diesen Club und in dieser Stadt als Head Coach zu arbeiten. Und natürlich, wie gesagt, wie immer, versuche ich immer 100% geben, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in den alle anderen Aufgaben, die muss ich meinen Job auszuüben. Und natürlich, wie gesagt, ich hoffe auch für erfolgreiche Zeit in der nächsten Saison. Mit 139 Siegen ist Mladen Rijančić nicht nur einer der besten deutschen Trainer der letzten 10 Jahre, sondern alleiniger Spitzenreiter bei den EWE Baskets. Seit Amtsantritt 2015 gelangen keinem anderen BBL-Trainer so viele Siege. Bei dieser beeindruckenden Liste also kein Wunder, dass die Verlängerung nur eine Formsache war. Wie entwickelt sich eine Stadt? Damit sich auch die Oldenburger an Themen mit ihren Vorschlägen und Ideen einbringen können, kann man diese während eines ganzjährigen Ideenwettbewerbs auf einer Online-Partizipationsplattform einbringen. Jeden Monat findet der Ideenwettbewerb zu einem anderen Thema statt. Im Januar beginnt man mit dem Thema Digitalisierung in der Stadtverwaltung.
Unter dem Motto Hashtag Oldenburg 2112, dein Jahr, deine Idee, dein Oldenburg, werden wichtige abgeschlossene und für das kommende Jahr geplante Vorhaben der Stadtverwaltung vorgestellt. Bürgerinnen und Bürger können zu den monatlichen Themen eigene Ideen einbringen und andere Ideen unterstützen. Die drei Ideen mit den meisten Unterstützern werden am Ende des Themenmonats mit Preisen belohnt. Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr vieles zum Stillstand gebracht. Nicht jedoch die Abfallproduktion der Oldenburgerinnen und Oldenburger. So ist die Müllmenge im Jahr 2020 im öffentlichen Bereich deutlich gestiegen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Oldenburg hat 69.384 Tonnen Abfall gesammelt. Das entspricht einer Steigerung um 7,4% gegenüber der Vorjahresmenge. Die beiden Lockdown-Phasen, verstärktes Homeoffice und Kurzarbeit sowie wenige Urlaubsreisen haben auch dazu geführt, dass in den privaten Haushalten mehr Müll produziert worden ist. So stieg die Anlieferungsmenge in Neuenwege um 7,3% auf 18.142 Tonnen und am Langweg um 1,4% auf 4.073 Tonnen. Nach einem Auswärtssieg in Göppingen und einer knappen Niederlage in Buxtehude war am vergangenen Sonntag der TSV Bayer Leverkusen in der Frauenhandball-Bundesliga beim VfL Oldenburg zu Gast. Das Team von Trainer Nils Böttl erwartete damit einen ihrer Lieblingsgegner. Der letzte Heimsieg des VfL gegen die Gäste war allerdings schon ein Weilchen her. Die Vorzeichen standen eher nicht so optimal für den VfL Oldenburg. Am vergangenen Sonntag hatte die Bundesliga-Handballmannschaft der Frauen Bayer Leverkusen zu Gast in der EWE-Arena der Weser-Ems-Hallen. Vor 6 Jahren gelang es dem VfL letztmalig, die Werkselfen in Oldenburg zu besiegen. Einzig Torfrau Julia Renner war seinerzeit schon dabei und stand auch jetzt zwischen den Pfosten. Und das als Solistin. Die zweite Torhüterin Nele Reese hatte sich am Vortag beim Training verletzt und war nicht dabei. Ebenso fehlte Katrin Pichelmeier, die auch in Dortmund schon passen musste. Leverkusen hingegen hatte gerade eine beeindruckende Serie von 4 Siegen in Folge hingelegt und sich in der Tabelle auf Platz 5 gespielt. Also eigentlich eine klare Sache, könnte man meinen. Aber Aufstecken ist nicht die Sache des VfL und schon gar nicht die des Trainers. Nils Böttl ist immer für eine taktische Raffinesse gut und studiert die Gegner genau, bevor er eine Marschrichtung ausgibt. Und die stimmte. Schon in den Anfangsminuten der Partie vor leeren Rängen setzte der VfL seine Ausrufezeichen. Leverkusen merkte schnell, dass das hier kein Selbstläufer werden würde. Oldenburg blieb immer wieder dran und zunächst konnte sich keines der beiden Teams absetzen. Erst nach etwa 10 Minuten gab es dann die erste 2-Tore-Führung für den VfL. Da rieben sich die wenigen Anwesenden in der Halle aber längst die Augen. Kompakt in der Abwehr, sicher im schnellen Angriff. Das war es, was den VfL in der Spur hielt. Auch als man beim Stand von 10-7 in Unterzahl agieren musste und 2 Tore aus Gegenstößen kassierte, blieb das Böttl-Team konzentriert, baute die Führung wieder aus und ging mit 15-12 in die Kabine. Dabei wäre sogar noch ein deutlicherer Vorsprung möglich gewesen, hätte Merle Carstensen ihre beiden 7 Meter in der Anfangsphase verwandelt und die Außen aus den eigenen Gegenstößen etwas mehr Profit geschlagen. Das gelang dann nach dem Wiederanpfiff. 3,5 Minuten waren beide Teams zurück auf dem Feld, da hatten die Gastgeberinnen auf 19-13 erhöht. Leverkusen fand kaum Lücken in der aggressiven und weiter kompakt stehenden VfL-Abwehr, die dabei keineswegs unfair agierte. Im Angriffsspiel begeisterte dazu oftmals das Zusammenspiel von Toni Reinemann und Marie Steffen. Als die Schlussphase näher rückte, wurde es aber noch einmal brenzlig. Bayer kam auf 2 Tore heran. Doch spätestens mit dem 25-21 durch Lisa-Marie Frage in der 56. Minute war den Oldenburgerinnen dieser Sieg nicht mehr zu nehmen, der dann am Ende mit 26-23 auf der Anzeigentafel zu lesen war. Leverkusens neuem Trainer Martin Schwarzwald fügte der VfL mit dem Erfolg die erste Niederlage in seinem 5. Spiel für den TSV zu. Ja, Niederlagen sind nie schön. Ich glaube, wir konnten das schon richtig einordnen, dass diese 4 Spiele, die wir gewonnen haben, gut für uns waren, dass es auch wichtig war nach dem Umbruch. Allerdings haben wir auch gegen Mannschaften gespielt, gegen die den Anspruch haben mussten, auch zu gewinnen. Ich denke, Oldenburg hat es uns heute mit einer sehr griffigen Abwehr super schwer gemacht. Da merkt man, dass uns einfach Mariana Lopez, Mia Czocke, Fanta Cater als werfende Rückraumspielerinnen fehlen. Weil wir, glaube ich, gesehen haben, dass die Einzige, die wirklich so außerhalb 9 Meter gefährlich war, vielleicht Gigi Jürgetite war mit überraschenden Würfen und der Rest sich sehr im 1 gegen 1 aufgerieben hat. Darüber hinaus war ich nicht einverstanden mit unserer Leistung in der Abwehr in der ersten Halbzeit. Das war mir ein bisschen zu einfach für Oldenburg. Ich glaube, gerade mit der Umstellung in der zweiten Halbzeit auf die offensive Deckung haben wir nochmal ordentlich angezogen, kommen, glaube ich, auch auf 2 oder 3.
nochmal ran und dann, ja, klar, dann wird es schwierig, so ein Spiel nochmal zu kippen. Also Torchancen außerhalb 9 Meter, kreieren und nutzen und Deckungsleistung erste Halbzeit verdient für Oldenburg. VfL-Trainer Nils Bödel war natürlich mit dem Spiel hochzufrieden und freute sich über die unerwarteten Punkte. Bei uns waren auch nicht alle fit, unsere Rückraumlinke Top-Shooterin war auch nicht dabei. Und so müssen wir das Ganze dann auch auf mehrere Schultern verteilen. Und das machen wir jetzt das zweite Spiel in Folge richtig gut. Davor auch, aber Pichel hat jetzt das zweite Spiel in Folge ausgefallen. Und ackern und arbeiten und Leverkusen ist halt auch nicht irgendwer. Und hat man auch gesehen mit offensiver Abwehr umstellen, das ist halt auch nicht einfach dagegen zu reagieren. Aber da merkt man halt auch, dass Martin da so ein bisschen auch dann frischen Wind reinbringt. Hat mich super gefreut, dass Martin jetzt auch dabei ist. War bei der A-Lizenz mein Zimmerkollege. Und dementsprechend freut es mich natürlich heute umso mehr, dass man dann auch zwei Punkte und die Serie so ein bisschen beendet hat. Aber hat man heute auch so ein bisschen schon seine Handschrift gesehen. Und je länger die Saison und je länger er dann auch da ist, wird man halt noch mehr sehen. Und das gefällt mir auch. Das ist auch immer super, was man da sieht. Auch die Mannschaften, die Martin vorher trainiert hat. Und das hat man heute auch in Leverkusen gesehen, dass er da auch sehr variabel agiert und dass sie das gut spielen. Wir waren heute einen Tick besser. Ich glaube, auch von der Höhe verdient. Und dementsprechend nehme ich die Glückwünsche auch gerne an. Die weiteren Spieler... Den Schwung aus dem Leverkusen-Spiel will der VfL nun auch zum Start in die Rückrunde mitnehmen. Am morgigen Samstag um 17 Uhr ist das Bödel-Team beim TuS Metzingen zu Gast. Ich finde auch, dass der VfL hier verdient, als Sieger vom Platz geht. Und das war es dann auch schon wieder mit O1 aktuell für heute. Was das Wetter am Wochenende bringt, das erfahren Sie jetzt. Ein wechselhafter Tag war das heute. Nach 6 Grad geht das Thermometer in der Nacht auf 3 Grad zurück. Der Samstag ist dann stark bewölkt. Es bleibt aber trocken. 4 Grad sind es am Tag, minus 2 Grad in der Nacht. Am Sonntag kann es dann vielleicht ein wenig schneien. Und das bei 4 Grad am Tag und minus 1 Grad in der Nacht. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit den Berichten aus der Wesermündung. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.